1994. Vier Flugzeugentführer, bewaffnet mit Maschinenpistolen, Sprengstoff und Handgranaten, haben 173 Menschen als Geiseln in ihrer Gewalt. Auf dem gesamten Flughafengelände verteilt stehen die Männer einer Sondereinheit bereit, um das Flugzeug zu stürmen. In wenigen Minuten läuft das Ultimatum der Flugzeugentführer ab. Sie haben genug Sprengstoff, um die Maschine in die Luft zu jagen und alle an Bord zu töten, sollte man ihre Forderung nicht erfüllen. Als sich die Geiselnahme dem Ende ihrer letzten Stunde nähert, beginnt eine der längsten und kühnsten Rettungsaktionen in der Geschichte der Flugzeugentführungen. Der Air France Flug 8969 wurde auf dem Flughafen von Algier, Afrika, überfallen. Nach zweitägigem Stillstand ließ die algerische Regierung die Maschine nach Marseille in Südfrankreich ausfliegen. Hier nähert sich nun die Tortur der Passagiere und der Crew an Bord ihrer 54. Stunde. Ihr Leben hängt vom Ausgang des Nervenkriegs ab, der sich zwischen den vier entscheidenden Figuren abspielt. Anführer der Entführer ist der 25-jährige Algerier Abdul Abdullah Yahia, ein ehemaliger Gemüsehändler und Kleinkrimineller. Yahia ist Mitglied einer militanten algerischen islamistischen Gruppe, der Dschihad. Sein Gegenspieler ist der erst 35-jährige Terrorbekämpfer Colonel Favier, Kommandeur der französischen Antiterrortruppe. Das ist die erste größere Rettungsaktion unter seiner Leitung. Er hat seine Leute aus einer Elitetruppe der Gendarmerie, der GIGN, im Unterholz am Rande des Geländes versteckt. Auf ihn und seine Leute wartet eine schwere Aufgabe. Mitten in der Schusslinie zwischen den beiden befinden sich zwei weitere Männer. Der Chefunterhändler Alain Guéhin, der Polizeipräsident von Marseille, wird als einziger vom Tower aus direkt mit den Entführern sprechen. Und bedroht von Yahias Pistole im Cockpit Captain Bernard Delem, 51, einer der erfahrensten Piloten der Air France. Er muss die Forderungen der Entführer weiterleiten. Das Ultimatum läuft heute um 17 Uhr ab, dann müssen wir voll aufgetankt abheben. Wir arrangieren das mit dem Volltanken, wir brauchen aber noch etwas Zeit, bitte Geduld. In ihrem kurzfristigen Ultimatum verlangen die Entführer Wasser und Treibstoff, um nach Paris zu fliegen, wo sie in einer Pressekonferenz der ganzen Welt ihre Forderungen verkünden wollen. Bei Überschreitung ihrer Deadline um 17 Uhr drohen verheerende Konsequenzen. Die schinden Zeit. Halten die uns für blöd? Jetzt reicht's. Wir fliegen los. Wo wollen Sie hin? Sage ich Ihnen noch. Co-Pilot an Bord des Air France-Fluges 8969 ist Jean-Paul Borderie. Als die 17 Uhr Deadline näher rückt, spürt er, wie sich die Stimmung der Entführer ändert. Sie hatten geduldig gewartet, dann aber gemerkt, dass die Dinge nicht in ihrem Sinne liefen oder dass man ihnen nicht richtig zugehört oder sie nicht richtig verstanden hatte. Deshalb beschlossen sie loszufliegen. Ich hatte das Gefühl, dass ernsthaft was schiefläuft und dass alles böse enden würde. Die Triebwerke laufen, die machen sich startklar. Die GIGN-Leute müssen hilflos mit ansehen, wie sich das Flugzeug in Richtung Startbahn in Bewegung setzt. Das Flugzeug rollt zur Startbahn. Die wollen abheben. Die Passagiere und auch die beiden Entführer hinten im Flugzeug werden durch die plötzliche Bewegung der Maschine durchgerüttelt. Die erfahrene Flugbegleiterin Claude Bernier beruhigt die Passagiere.
Hallo. Dass die Maschine sich plötzlich bewegte, war für alle ein Anzeichen für Gefahr. Alle hatten Angst. Und man sah, wie die Anspannung stieg. Weder die Passagiere noch die Crew wussten, was vor sich geht. Die Situation war außer Kontrolle. Es war keine richtige Panik, aber alle hatten schreckliche Angst. Es war ein unglaublich schwieriger Augenblick. Im Tower versuchen Alain Guéhin und Colonel Favier, den nächsten Schritt der Entführer abzuschätzen. Das Losrollen des Flugzeugs mag banal erscheinen, aber es hat uns in eine sehr schwierige Lage gebracht. Ja, hier Favier. Wir müssen von Null anfangen. Colonel Favier gibt seinen Leuten Anweisung, sich eine neue Deckung zu suchen. Die Maschine dreht nach Westen zur Startbahn A32. Weiter, weiter. Ich sage, wenn Sie anhalten sollen, nicht langsamer werden. Die Maschine verlässt die Startbahn und rollt auf das Abfertigungsgebäude zu. Es ist 16.20 Uhr. Niemand weiß, was als nächstes passieren wird. Doch im Lauf der folgenden Stunden werden die Passagiere und die Crew, die Entführer und die Eliteeinheiten in brutale Ereignisse hineingerissen, die sie alle für immer zeichnen werden. . 16.21 Uhr. Die Piloten des Air France-Fluges 8969 mit 171 Passagieren und der Crew an Bord starten das Flugzeug auf Befehl der Entführer. Continue. Exact. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils font? Was machen die denn? Die unerwartete Aktion trifft den Verhandlungsführer und den Kommandeur der französischen Elitetruppe überraschend. Das Ziel bewegt sich in nördlicher Richtung auf den Tower zu. Es kommt direkt auf uns zu. Die Maschine ist noch 100 Meter vom Tower entfernt. Noch 90 Meter. Was machen die? Wollen die ins Gebäude hineinfahren? Halten Sie an. Mal sehen, ob Sie uns jetzt zuhören. Das entführte Flugzeug parkt vor dem Kontrollturm. Die Maschine ist stehen geblieben. Ich wiederhole, die Maschine ist stehen geblieben. Es ist nur 53 Stunden her, seit die Entführung in Algier begann. Vier Männer, die als uniformierte Sicherheitskräfte verkleidet waren, kamen an Bord, um Pässe zu überprüfen. Zunächst wirkte das wie ein ganz normaler Vorgang. An Bord des Fluges 8969 reist die 21-jährige Yasmina, die sowohl einen französischen als auch einen algerischen Pass hat, nach Paris, um ihre Schwester zu besuchen. Sie überprüften die Pässe und baten mich um meine Papiere. Sind Sie Französin? Ja oder nein, kommt drauf an. Aber ich sagte, ja, nein, kommt drauf an. Dann fragte er mich, wie ich heiße. Steht da drin. Je sais pas lire. Er sah mich an und sagte, ich kann nicht lesen. Votre prénom? Yasmina. Und er tat so, als wollte er mich mit dem Pass schlagen. Das hat mir Angst gemacht. Deshalb sagte ich ihm meinen Vornamen, Yasmina. Der plötzliche Zornesausbruch ist das erste Zeichen dafür, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Brauchen Sie Hilfe? Warten Sie hier. Ein algerischer Polizist, der dienstfrei hat, hält die Sicherheitsleute für echt und bietet ihnen seine Hilfe bei der Passkontrolle an. Plötzlich wird auf abscheuliche Weise klar, was tatsächlich abläuft. Die Entführer bringen den Polizisten nach vorn. Mit einem einzigen Schuss ermorden sie ihn.
Die angeblichen Sicherheitsbeamten sind Entführer, die nun das Flugzeug übernehmen. Wir sind die Mujahideen Algeriens. Allah hat uns auserwählt, um zu sterben. Und Allah hat euch auserwählt, mit uns zu sterben. Und mit Allahs Hilfe werden wir es schaffen. Sie sind Mitglieder einer islamistischen Gruppe, der Jia, einer radikalen Splittergruppe der islamistischen Opposition in Algerien. Bei den Parlamentswahlen 2 Jahre zuvor hatte die Islamische Heilsfront eine klare Mehrheit gewonnen. Aber die algerische Armee ergriff die Macht und beraubte die Partei ihres sicheren Sieges. Die Proteste der Bevölkerung wurden gewalttätig und die radikale Jia-Gruppe startete bewaffnete Angriffe gegen das Militärregime. Der brutale Bürgerkrieg kostete tausende Zivilisten.